Shopping. Einkaufen im Einkaufszentrum. Granny Penguin geht heute ins Einkaufszentrum, Shopping Center, um Geschenke für ihre Enkel zu kaufen. Granny Penguin goes to the shopping center to go shopping. Granny Penguin geht ins Einkaufszentrum, um einzukaufen. To go shopping, einkaufen gehen. Granny Penguin hat aber nicht immer Zeit, so gemütlich wie heute einkaufen zu gehen. Manchmal muss sie einfach nur eine Kleinigkeit besorgen. Granny Penguin goes to the shopping center to run an errand. Granny Penguin geht ins Einkaufszentrum, um eine Besorgung zu machen. To run an errand, eine Besorgung machen. Das Einkaufszentrum eignet sich außerdem gut als Treffpunkt. Granny Penguin goes to the shopping center to meet friends. Granny Penguin geht ins Einkaufszentrum, um Freunde zu treffen. To meet friends. Freunde treffen. Heute gibt es allerdings keine Zeit zu verlieren. Granny Penguin muss immerhin viele Geschenke einkaufen. Den Weg zum ersten Geschäft kennt sie ganz genau. I have to go in through the main entrance. Ich muss durch den Haupteingang reingehen. Main entrance. Haupteingang. Then I have to take the escalator or the lift to the first floor. Dann muss ich die Rolltreppe oder den Aufzug zur ersten Etage nehmen. Escalator. Rolltreppe. Lift. Aufzug. Granny Penguin kennt sich bestens aus. All the shops are on the first floor. Alle Geschäfte sind auf der ersten Etage. Shops. Geschäfte. Shop. Geschäft. Bereits das erste Geschäft ist interessant für Granny Penguins Einkauf. I need to go to the supermarket. Ich muss zum Supermarkt gehen. Supermarket. Supermarkt. Ein weiteres Wort für Supermarkt ist Grocery Store. Im Supermarket oder Grocery Store gibt es viele unterschiedliche Dinge zu kaufen. Here I can buy groceries such as vegetables and fruit. Hier kann ich Lebensmittel wie Gemüse und Obst kaufen. Aber ob da etwas für Ihren Enkel Albi dabei ist? Vielleicht doch lieber im Geschäft nebenan nachsehen. I need to go to the bakery. Ich muss zur Bäckerei gehen. Bakery. Bäckerei. Granny Penguin weiß ganz genau, was sie hier finden kann. Here I can buy baked goods, such as bread. Hier kann ich Backwaren wie zum Beispiel Brot kaufen. Ob sich ihre Enkelin Paula wohl über Backwaren freuen würde? Lieber noch in den Laden nebenan. I need to go to the butcher's shop. Ich muss zur Fleischerei. Butcher's shop. Fleischerei. Here I can buy meat and sausages. Hier kann ich Fleisch und Würste kaufen. Meat. Fleisch. Sausages. Würste. Jetzt, wo sie das Angebot sieht, ist sich Granny Penguin sicher, dass sie kein Geschenk für ihre Enkel finden wird. Glücklicherweise gibt es noch viele weitere Läden im Einkaufszentrum. Denn Granny Penguin ist immer noch auf der Suche nach den perfekten Geschenken. Hello, can I help you? Hallo. Kann ich Ihnen helfen? I'm looking for presents for my grandchildren. Ich bin auf der Suche nach Geschenken für meine Enkel. What about this trampoline? Wie wäre es mit diesem Trampolin? How much is the trampoline? Wie viel kostet das Trampolin?
It's 15 pounds. Es kostet 15 Pfund. But it's a special offer. You can buy one and get one free. Aber es ist im Sonderangebot. Wenn Sie eines kaufen, bekommen Sie ein zweites umsonst. Oh wow! It's so cheap! I'll take it! Oh wow! Das ist wirklich günstig! Ich nehme es! Okay, that's 15 pounds then, please. Okay, das macht dann 15 Pfund, bitte. Can I pay by card? Kann ich mit Karte bezahlen? No. Sorry, cash only. Verzeihung, nur gegen Barzahlung. Here you are. Hier, bitte sehr. Thank you. Dankeschön. Glücklich verlässt Granny Penguin das Einkaufszentrum. Oh, was macht Grandpa Penguin denn hier? Ah, der hatte wohl genau die gleiche Idee. Jetzt hat die ganze Familie ihren Spaß.